Wird das die Zukunft unserer Arbeit? Rund um den Globus entstehen derzeit neue Mega-Headquarter, die weit mehr sind als bloße Prestigeobjekte für Unternehmen. Sie wollen unsere Arbeitsweise revolutionieren. Ob Mega-Wolkenkratzer, die die Skyline von New York nur definieren, oder Gebäude, die sich von der Natur inspirieren lassen. Sogar deutsche Firmenzentralen spielen eine Rolle in diesem Wandel. In China wird für die Mitarbeiter extra unser Heidelberger Schloss 1:1 nachgebaut und Gründer Jeff Bezos spricht von einem noch nie dagewesenen Megaprojekt für Amazon. In diesem Video zeige ich euch die neuesten Hauptquartiere auf der ganzen Welt, von Lidl über Apple, Booking.com und Amazon. Wird das die Zukunft der Firmensitze? In Deutschland haben wir bereits einen der höchsten Bürotürme in ganz Europa. Der Commerzbank Tower ragt noch immer 260 Meter in die Höhe. Bereits seit Mai 1997 ist er fertig. Das Gebäude war für seine Zeit sehr fortschrittlich und hat sogar integrierte Gärten in den oberen Etagen. Diese grünen Oasen bieten den Mitarbeitern und Besuchern eine angenehme Umgebung und sollen zur Verbesserung des Raumklimas beitragen. Und das greifen jetzt auch Firmen wie Apple und Amazon nach über 25 Jahren wieder auf. Die Baukosten für den Commerzbank Tower? Rund 600 Millionen Mark. Und allein am Wort Mark hört man schon, dass der Turm etwas in die Jahre gekommen ist. Vielleicht können Sie sich etwas von New York abschauen, denn hier entsteht gerade ein Megawolkenkratzer, der über viele andere hinauswächst. Und er wird sogar vom gleichen Architekten gebaut, der auch den Commerzbank Tower entworfen hat. Denn New York bekommt einen neuen Wolkenkratzer, der sich jetzt schon im Bau befindet. Mitten in Manhattan steht gerade dieses 432 Meter hohe Gebäude, welches das neue Headquarter von JP Morgan Chase werden soll, die größte Bank der USA. Nach dem One World Trade Center wird es das zweithöchste Bürogebäude in ganz New York sein. Entworfen wird es vom Architekturbüro hinter Norman Foster. Wie eben schon erwähnt, hat er auch den Commerzbank Tower und zum Beispiel die Kuppel vom Berliner Reichstag entworfen. Das JP Morgan Chase Building wird vom Art Deco-Stil inspiriert, welcher in New York schon eine lange Geschichte hat. Wie hier das Empire State Building oder das Chrysler Building. Allgemein hat der Stil aus den 1920er Jahren New York Skyline stark geprägt. Ich finde es also sehr lobenswert, dass der Stil jetzt auch in dem wohl größten Neubau in New York wiederbelebt wird. Das ganze Hochhaus wird auf Stelzen stehen und erschafft somit einen großen Vorplatz und diese riesige weiße Eingangshalle. Ein Grund für die Stelzen stellen die vielen verschiedenen U-Bahn-Strecken dar, die unter dem Gebäude verlaufen. Die große Herausforderung besteht darin, den Wolkenkratzer zu stabilisieren, ohne die U-Bahn-Schächte darunter zu beschädigen. Vielleicht spielt das auch in den Preis von knapp 3 Milliarden US-Dollar mit rein. Außerdem wird er den höchsten Nachhaltigkeitsstandard nicht nur gerecht, sondern soll diese sogar übertreffen. Denn einst befand sich an der Adresse 270 Park Avenue das Union Carbide Building. Nachdem es abgerissen wurde, haben die Architekten von Foster & Partner angegeben, dass 97% der Baumaterialien aus dem Abriss recycelt, wiederverwendet oder geupcycelt wurden. Zudem wird das Gebäude mit erneuerbaren Energien aus einem Wasserkraftwerk in der Nähe von New York betrieben, wodurch dann keine neuen Treibhausgasemissionen entstehen werden. Und in Zeiten, in denen viele wegen des Booms des Homeoffice die Rolle von Bürogebäuden hinterfragen, setzt der Entwurf des britischen Architekturbüros dazu ein starkes Zeichen für Büros. Denn die Räume sollen flexibel und perfekt auf die Arbeitswelt der Zukunft zugeschnitten werden. So erhalten die Mitarbeiter zahlreiche Optionen, wie und wo sie im Gebäude arbeiten wollen, ob in Büros, Cafés, Bibliotheken oder Besprechungsräumen. Ich denke, dass 270 Park Avenue zu einem neuen Wahrzeichen für ganz New York aufsteigt, wenn es dann 2025 fertig ist. Und ich denke, JP Morgan Chase baut sich damit ihr eigenes Erbe auf das man noch in 100 Jahren blicken wird. Was haltet ihr von dem neuen Gebäude? New York Skyline ist zweifellos mit seiner Höhe beeindruckend. Aber könnt ihr raten, welche europäische Stadt ebenfalls in Sachen Architektur nun nachzieht? Richtig, es ist Amsterdam. Schauen wir uns an, was die Stadt zu bieten hat, bevor wir uns auf den Weg nach Deutschland machen. Denn im Herz von Amsterdam, auf dem Oosterdocks Island, wurde vor kurzem ein lang ersehntes Megaprojekt feierlich eröffnet. Der Booking.com City Campus. Das zwischen 2015 und 2023 entstandene Projekt ist laut den Entwicklern mehr als nur ein weiteres Bauwerk. Es soll ein Symbol für Innovation und Nachhaltigkeit sein. Und eins kann ich jetzt schon sagen, das Firmengebäude hat einen der schönsten Innenräume der Welt. Der City Campus erstreckt sich über beeindruckende 65.000 Quadratmeter, also mehr als 9 Fußballfelder. Es dient als internationales Hauptquartier von Booking.com. Hier sind nun mehr als 6.500 Mitarbeiter des Unternehmens vereint, die zuvor in der ganzen Stadt verteilt waren. Für das architektonische Design ist Ben van Berkel verantwortlich, Gründer des renommierten Architekturbüros UN Studio. Er betont, dass der Bau nicht nur funktionell sei, sondern auch die Kultur und die Geschichte von Amsterdam reflektieren solle. Wir wollten, dass das Gebäude als Reflexion von Amsterdam dient, seinem Standort und der Basis des niederländischen Reiseunternehmens seit seiner Gründung. Die Organisation des Innenraums charakterisiert derweil die Lebendigkeit der belebten zentralen Stadtteile Amsterdams.
Das Innenraumkonzept wurde vom Team von Hoffmann Dujardi entwickelt. Es soll die Mitarbeiter dazu einladen, den Bau zu erkunden, wobei jeder Raum und jede Ecke laut Aussagen eine einzigartige Geschichte erzählen soll. Großer Wert wurde auf Design und Funktionalität gelegt, wobei der Fokus auf einem gesunden und positiven Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter liegt. Die Architektur fördert Interaktion und Bewegung sowohl durch das Raumdesign als auch durch Treppen, Brücken und Galerien, die durch das gesamte Gebäude führen. Ein weiteres Highlight sind die 28 gemeinschaftlichen Pausenräume, die den verschiedenen Bedürfnissen und Vorlieben der Mitarbeiter gerecht werden. Tageslicht, optimierte Akustik und sorgfältig ausgewählte Materialien sollen zu einem optimalen Arbeitsklima beitragen. Das Gebäude sticht auch in puncto Nachhaltigkeit heraus und wurde mit einem BREEAM-Zertifikat ausgezeichnet, also ein Zertifikat für hohe Nachhaltigkeit von Gebäuden. So verfügt das Gebäude über fortschrittliche Technologien, einschließlich 832 Solarzellen und einer modernen Wärme-Kälte-Speicherung. Das ist eine Methode zur Speicherung von Wärme oder Kälte im Untergrund, wodurch Energie effizienter genutzt und gespeichert werden kann. Mit dem neuen City Campus will Booking.com nicht nur architektonische Akzente setzen, sondern will auch ein klares Statement abgeben für Zusammenarbeit, Fortschritt und die Zukunft des Arbeitens in den Niederlanden. Während Booking.com in Amsterdam seinen neuen Campus enthüllt, gibt es in Deutschland auch neue Entwicklungen. Übrigens, wenn ihr euch für Architektur oder Megaprojekte begeistert, abonniert gerne meinen Kanal. Hier findet ihr spannende Videos zu den Highlights der Architekturwelt, die man auf jeden Fall nicht verpassen sollte. Aber zurück nach Deutschland, denn Lidl hat eine neue Firmenzentrale und die Ausmaße sind gewaltig. Auf einem Areal von 40.000 Quadratmeter, also fast 6 Fußballfeldern, erstrecken sich 5 auffällige Gebäudekomplexe mit begrünten Dächern. Diese reichen bis zu einer Höhe von 22 Metern und in eine Tiefe von 18 Metern. Die enorme Tiefe dient unter anderem einem Zweck. Alle Gebäude sind unterirdisch durch Tunnel miteinander verbunden. Doch das ist bei weitem nicht die einzige Besonderheit. Der moderne Komplex ist genauer gesagt die Dienstleistungshauptverwaltung von Lidl. Seit der Eröffnung im Jahr 2021 bietet sie 1800 Mitarbeitern ein neues berufliches Zuhause. Der Regionalsender Stimme TV zieht einen interessanten Vergleich mit den Menschen in der Umgebung. Über 1500 Mitarbeiter im Gebäudekomplex gegenüber 1500 Einwohner in angrenzenden Wohngebieten. Die Zentrale befindet sich im idyllischen Bad Wimpfen, unweit von Neckarsulm, dem zweiten Standort von dem größten Discounter der Welt. Von Bad Wimpfen aus werden künftig alle deutschen Filialen gesteuert. Während der Bauphase galt der Komplex als eine der größten Baustellen der Region. Experten schätzen die Baukosten auf einen dreistelligen Millionenbetrag, vermutlich zwischen 200 und 400 Millionen Euro. Das Herz des Komplexes ist das offene Raumkonzept, das mit modernster Technik sowie zahlreichen Meetingpoints ausgestattet ist und eine Atmosphäre schafft, die zum Ideenaustausch anregen soll. Laut Lidl wurde dabei großen Wert auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter gelegt. Jeder Arbeitsplatz bietet höhenverstellbare Schreibtische, ergonomische Stühle und Notebooks für maximale Flexibilität. Zusätzlich gibt es vielfältige Serviceangebote, Lagerflächen, Testbereiche und eine Tiefgarage. Zur Förderung des körperlichen Wohlbefindens wurde zum Beispiel ein Gesundheitszentrum gebaut, das unter anderem kostenlose Fitnessräume und eine Vielzahl von Kursen anbietet. Für kurze Pausen stehen eine Smoothie- und eine Barista-Bar sowie ein Restaurant mit über 14 täglichen Gerichten zur Verfügung. Besonders innovativ ist ein kostenloser autonomer Elektro-Shuttle, der die Mitarbeiter bequem zum Büro transportiert. Was haltet ihr von dem Lidl-Firmengebäude? Und könnt ihr euch vorstellen, hier zu arbeiten? Während Lidl zum größten Discounter-Konzern auf der ganzen Welt aufgestiegen ist, macht sich ein weiterer Megakonzern in Deutschland breit. Die Rede ist vom Online-Shopping-Gigant Amazon. Denn auch Amazon baut in Deutschland ein neues Büro. In Münchens Parkstadt Schwabing entsteht auf einem 13.300 Quadratmeter großen, ehemaligen Microsoft-Parkplatz ein neues Bürogebäude, das Amazon als Hauptmieter beherbergen wird. Mit diesem Schritt steckt der US-Konzern weiter seine Präsenz in der bayerischen Landeshauptstadt. Das architektonische Highlight, geschosshohe Lamellenelemente aus regionalen Natursteinen prägen die Fassade. Und ein zentrales Atrium mit Glasdach sorgt für reichlich Tageslicht. Dachterrassen mit üppigen Grünflächen bieten außerdem Erholungsraum. Amazon sagt, mit dem neuen Büro können wir den Campus modernisieren, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter näher zusammenbringen und ihnen ein fortschrittliches, nachhaltiges Arbeitsumfeld bieten. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant, aber im Vergleich zum neuen Amazon Headquarter in Amerika fällt das Gebäude relativ klein aus. Bevor wir zu den riesigen Zentralen nach Amerika schauen, möchte ich nochmal einen Blick nach Asien werfen. Denn in China hat der Tech-Gigant Huawei was ganz Besonderes für seine Mitarbeiter gebaut, was auf jeden Fall sehenswert, aber auch ein bisschen skurril ist. Denn Huawei hat das komplette Heidelberger Schloss in China nachgebaut und nicht nur das. Auf dem neuen Oxhorn Campus bei Shenzhen hat der Smartphone-Hersteller sein Forschungs- und Entwicklungszentrum untergebracht. Das Besondere, jeder Abschnitt ist nach dem Vorbild einer anderen europäischen Großstadt gestaltet und jede Stadt bietet Platz für rund 2000 Menschen.
Alle Gebäude darin sind aufwendige Nachbauten von 12 europäischen Sehenswürdigkeiten. Im Südosten von China gibt es nun unter anderem ein zweites Paris, Luxemburg, Oxford oder eben Freiburg und Heidelberg. Denn eine der größten Attraktionen des Campus ist die massive Burg, die oberhalb eines künstlichen Sees liegt. Der Entwurf für dieses Schloss soll vom Heidelberger Schloss inspiriert sein, was man vielleicht auch sehen kann. Bloomberg berichtet, dass das Schloss die geheime Forschungseinheit von Huawei beherbergt. 25.000 Mitarbeiter sollen auf dem neuen Campus arbeiten. Autoverkehr gibt es nicht. Verbunden werden die 12 Regionen über eine kleine Schweizer Bundesbahn. Der Campus ist so groß, dass angeblich 22 Minuten dauert, bis man einmal eine ganze Runde mit der Bahn gefahren ist. Was haltet ihr von dem Campus? Denkt ihr, die haben uns einfach nachgemacht? Oder denkt ihr, sie finden unsere Gebäude einfach schön? Der Campus soll über 1,5 Milliarden Euro gekostet haben. Das ist aber nichts gegen Apples Firmensitz. Denn der Hauptsitz von Apple gehört zu den teuersten Gebäuden der Welt. Aber was macht den Apple Park so besonders? Und wohl die wichtigste Frage, warum ist es ein Ring? Der in Cupertino, Kalifornien stehende Ring ist mit knapp einem halben Kilometer Durchmesser riesig. Aber die Größe braucht er auch, wenn er rund 12.000 Apple-Mitarbeiter beherbergen soll, die an den neuesten Innovationen tüfteln. Und kein anderer als Steve Jobs lieferte die Vision für den Ring. Bei der Vorstellung des Projekts im Stadtrat von Cupertino, sein letzter öffentlicher Auftritt vor seinem Tod, versprach er das beste Bürogebäude der Welt. Und kein anderer als der Star-Architekt Norman Foster, den wir bereits von JPMorgan Chase Wolkenkratzer kennen, entwickelte dann schließlich das Design und erschaffte aus dem Ring ein Symbol. Denn Steve Jobs wollte einen Ort, an dem er alle seine Mitarbeiter versammeln kann. Ein Gebäude, das quasi zu Begegnungen zwingt, in dem Menschen sich über den Weg laufen und sich gegenseitig inspirieren können. Das gesamte Gebäude ist rund 260.000 Quadratmeter groß, so viel wie 37 Fußballfelder. Neben dem riesigen Park in der Mitte gibt es außerdem das Steve Jobs Theater, wo auch, wie in diesem Jahr, die neuesten Produkte vorgestellt werden. Das Dach ist übrigens das weltweit größte Carbondach und wird nur von den Scheiben getragen, welche natürlich made in Germany sind. Der gesamte Wert der Anlagen mit Park und Co. wird auf fast 5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Dafür sieht es in den Kinos aber auch immer top aus. Aber kommen wir zum Highlight. Ein riesiges Gelände mit einem Amphitheater, grüne und öffentliche Plätze und in der Mitte ein über 100 Meter hoher Turm, inspiriert von einer Doppelhelix. Was hat der Online-Shopping-Riese Amazon mit seinem neuen Firmensitz vor? Und warum benötigt Amazon überhaupt ein neues Hauptquartier, wenn sie bereits über einen bestehenden Hauptsitz verfügen? Übrigens, wenn ihr Lust auf ein Part 2 habt, in dem ich auch auf bereits bestehende Headquarter eingehe, gebt den Like gerne ein Video. Aber warum benötigt Amazon ein neues Hauptquartier? Denn im Herzen von Seattle hat sich Amazon bereits mit einem beeindruckenden Hauptquartier niedergelassen, das mehr als nur ein Bürogebäude bietet. Herausragend sind die Amazon Threes, drei miteinander verbundene, gläserne Kugeln, die eine regenwaldähnliche Oase inmitten des städtischen Dschungels darstellen. Innen beherbergen sie über 40.000 Pflanzen aus mehr als 30 Ländern, also eine echte botanische Sensation. Während sie zu einem Muss für jeden Seattle-Touristen geworden sind, bleibt ihr Hauptzweck als friedlicher Arbeitsplatz für Amazon-Mitarbeiter bestehen. Das gesamte bestehende Amazon-Areal beeindruckt in seiner Vielfalt und seinem Angebot. Es gibt verschiedene Themenräume, die den Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Im Doppler-Building etwa findet man eine Hommage an Amazons Anfänger als Buchhändler, einen Harry Potter-Themenraum. Hinzu kommen großzügige Gemeinschaftsbereiche, die eine flexible Arbeitsatmosphäre fördern. Ein Highlight, über 6000 Hunde begleiten täglich ihre Besitzer zur Arbeit, was für eine besondere und tierfreundliche Stimmung sorgen soll. Also warum noch ein zusätzliches Hauptquartier? Denn schon vor 6 Jahren begann Amazon mit der Suche nach einem Standort für sein zweites Hauptquartier. Eine Ankündigung, die viele verwundert hat, denn der Konzern hat ja bereits einen weitläufigen Campus in Seattle. Der Grund für das zweite Hauptquartier? Amazons kontinuierliches Wachstum verlangte nach mehr Raum. Das Unternehmen suchte ein urbanes, gemeinschaftliches Ambiente und entschied sich gegen eine Erweiterung im Umland von Seattle. Man entschied sich für Arlington in Virginia. Die Nähe zu Washington DC und der urbane Flair von Arlington machten es zu einem perfekten Standort. Hier entsteht also nun das über 2,5 Milliarden Euro teure Projekt, mit dem Amazon nicht nur ein neues Bürogebäude für seine Mitarbeiter baut, sondern auch ein Statement für innovative und nachhaltige Bauprojekte setzen will. Das Projekt besteht aus Phase 1 und Phase 2. Und die erste Bauphase des neuen HQs ist bereits seit Mai 2023 fertig. Das fertige Gelände ist fast 20 Hektar groß und soll sowohl für die Mitarbeiter als auch für die breite Bevölkerung da sein. Die zwei 22-stöckigen Bürogebäude Jasper und Merlin ragen über 100 Meter in den Himmel. Beide Namen repräsentieren Schlüsselmomente in der Entwicklung von Amazon. Denn Amazon nennt seine Gebäude weltweit nach Schlüsselmomenten seiner Entwicklung.
Jasper war der Codename von Alexa und Merlin war der Codename für QuickSign, ein Produkt, das dabei hilft, Geschäftskunden durch künstliche Intelligenz zu unterstützen. Alle neuen Gebäude, die ich jetzt bis zum Ende vorstellen werde, sind darauf ausgelegt, die LEED-Platin-Zertifizierung zu erhalten, die höchste Auszeichnung für nachhaltige Entwicklung in den USA. Das Herzstück von Phase 1 im Metropolitan Park ist ein 10.000 Quadratmeter großer öffentlicher Raum. Dieser Bereich, reichlich bepflanzt mit über 175 heimischen Bäumen, ist nicht nur für Naturliebhaber, sondern bietet auch einen Kinderspielplatz, Kunst- und einen Hundeplatz. Bei gutem Wetter werden in den unteren Etagen der Gebäude Garagentore hochgezogen und ermöglichen so Zugang zu einem luftigen Atrium, das zum Verweilen einladen soll. Das Design inspiriert von der natürlichen Schönheit Virginias und der einzigartigen Geschichte der Region, so schreibt es zumindest Amazon, nutzt erdige Töne und Materialien wie Holz und Stein, um eine heimliche Atmosphäre zu schaffen. Im Inneren sind die Center of Energy ein zentraler Treffpunkt für die Mitarbeiter. Hier können sie sich nicht nur mit den Kollegen austauschen, sondern auch in einem der 8 Schnellrestaurants essen gehen. Ein weiteres Highlight ist die Dog Wall, eine Hommage an die Haustiere der Mitarbeiter. Sie zeigt Fotos der Vierbeiner mit den Berufsbezeichnungen, die auf die Abteilung ihrer Besitzer hinweisen. Der Metropolitan Park legt mit Dachgärten und Recycling-Systemen Wert auf Nachhaltigkeit. Mitarbeiter werden zum umweltfreundlichen Pendeln ermutigt, unterstützt durch Fahrradeinrichtungen und Elektroladestationen. Denn Ziel ist es, das Gebäude von HQ2 bis 2040 klimaneutral zu betreiben. Das gilt auch für die neuen Gebäude in Phase 2. Ebenso für alle Bereiche, in denen Amazon weltweit tätig ist. Mehr als 14.000 Mitarbeiter werden nun im Laufe der Zeit in den neuen MedPark einziehen. Aber richtig spannend wird es jetzt erst, denn nächstes Jahr beginnt der Bau der Phase 2. Denn neben dem MedPark entsteht in unmittelbarer Umgebung der Penn Place. Penn Place besteht aus 3 weiteren Bürogebäuden und der Helix, wo ich gleich näher drauf eingehe. Der Penn Place legt großen Wert auf öffentlichen Raum und Grünflächen. Nach Feedback aus der Gemeinde von Arlington wurde der Plan sogar überarbeitet, um noch mehr Grünraum zu integrieren. Das Resultat ein riesiger öffentlicher Park, der mit heimischen Pflanzen, Wasserspielen und speziellen Waldzimmern zu einem Ort der Erholung wird. Ein besonderer Hingucker wird das Freilicht-Amphitheater sein, das als Bühne für Konzerte, Filmvorführungen und Bauernmärkte dient. Penn Place wird große Flächen für Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und eine Kita bieten. Multimodale Wege, also die Möglichkeit, verschiedene Verkehrsmittel zu nutzen, werden das gesamte Gelände verbinden, priorisiert auf Fußgänger und Fahrradfahrer. Aber kommen wir zum Herzstück vom ganzen Headquarter. Der Helix. Jeff Bezos persönlich sagte, ich möchte, dass es wirklich schwierig ist. Ich möchte, dass es etwas Einzigartiges ist und noch nie zuvor gemacht wurde. Setzen Sie die Messlatte höher, gehen Sie intensiv an die Arbeit und tun Sie es. Das spiralförmige Bauwerk, das sich in der nordöstlichen Ecke des Geländes befindet, soll ein markantes Wahrzeichen sowohl für Arlington als auch für das Gebiet umzu werden. Es repräsentiert einen neuen Ansatz im Design, der biophilische Prinzipien betont. Ein Konzept, das die Natur in den Mittelpunkt der Architektur stellt. Gebaut wird es vom renommierten Architekturbüro NBBJ, die auch schon die eben erwähnte Thrier gebaut haben. Das Innere der Helix bietet verschiedene Treffpunkte, die von formellen Besprechungsräumen bis hin zu lockeren Begegnungsstätten reichen. Auch von außen hat das Gebäude einiges zu bieten. 2 Wege ermöglichen es den Mitarbeitern, sich zu treffen oder die Aussicht auf Arlington, den Potomac River und Washington DC zu genießen. Ein weiteres Highlight, die Helix hat ein Artist-in-Resident-Programm, also dass dort Künstler frei arbeiten dürfen. Außerdem wird es ein Veranstaltungszentrum beherbergen. Zusätzlich wird das Gebäude der Öffentlichkeit an 2 Tagen im Monat zugänglich gemacht, sodass auch externe Besucher einen Einblick in das innovative Bauwerk erhalten können. Amazon hat bestätigt, dass die 2. Phase von HQ2 voraussichtlich im Jahr 2024 mit dem Bau beginnen wird. Wann das Megaprojekt fertig sein soll, ist bisher aber noch nicht bekannt. Ist die Helix eurer Meinung nach ein gelungenes Hauptquartier? Jetzt haben wir einen neuen Einblick in die neuen Headquarter der größten Firmen auf der Welt gesehen. Was meint ihr, gehen die Firmen in die richtige Richtung oder sollte eurer Meinung nach größer oder kleiner gebaut werden? Wenn ihr Vorschläge habt, welche Firmensitze ich in einem zweiten Teil näher behandeln sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Hier kommt ihr zu meinem neuen Video, wo ich die neuesten Megaprojekte in Deutschland vorstelle, die sich jetzt gerade im Bau befinden oder schon kurz vor Baubeginn sind. Ob in Frankfurt, Rheinland-Pfalz oder an der Ostsee. Vielen Dank fürs Zuschauen.